Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns bei www.trotto.de und www.hufe.de. Ja, was war das wieder für eine V75 am kommenden Samstag in Sundsvall? Ich hoffe, ihr habt dieses Video von der letzten Woche euch genau angeschaut, denn so ein, zwei, drei Tipps, die haben richtig gesessen. Ich hoffe, ihr hattet Hard Center beispielsweise im Dagenstubbel. Ich habe ihn getroffen gehabt im Dagenstubbel mit King & Miras zusammen und das war eine sehr, sehr schöne Quote. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen zugehört und seid dabei gewesen und ihr habt natürlich auch am kommenden Wochenende wieder die Chance, denn das letzte große Saisonhighlight in Schweden steht auf dem Plan, nämlich die Breeders' Crown. Die Breeders' Crown 2024 wird am kommenden Samstag in Eskilstuna entschieden. Natürlich werde ich live dabei sein. Ich werde da schon Freitagabend vor Ort sein, denn dort findet die sogenannte Breeders' Crown Gala statt. Das ist immer so ein ganz tolles Happening, wo ganz viele Fahrer und Besitzer und ja, Pfleger und auch Fans zusammenkommen. Da gibt es ein schönes Buffet abends und dann gibt es Auftritte und dann von Erik Linder, das ist so ein lokaler, bekannter Sänger in Eskilstuna und vielen anderen mehr. Stefan Eriksson, den ja viele von euch auch kennen, organisiert diese tolle Gala und ich freue mich wahnsinnig drauf. Das ist mein absolutes Highlight. Dann wirklich, ich feiere meistens zusammen mit Björn Grupp und Johan Jeppsson zusammen am Tisch. Das ist immer richtig lustig und macht richtig Spaß und das wird ein richtiges Highlight. Ich freue mich richtig drauf. Aber ein Highlight wird natürlich auch am Samstag der Renta. Es gibt natürlich eine V75, die wie immer um 16.20 Uhr beginnt. Und wir haben alle vier Breeders' Crown Finalläufe für die dreijährigen Stuten, für die dreijährigen Hengst und Wallache, für die vierjährigen Stuten und die vierjährigen Hengst und Wallache natürlich auf dem Programm. Die Vorläufe fanden ja am 3.11. in Zurwallerstadt. Da war ich auch live vor und habe das ein oder andere noch gesehen, was man jetzt hier vielleicht beachten sollte. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, seid jetzt mit dabei hier bei Jörns Swedish Racing World, exklusiv bei www.trotto.de. Wenn wir uns die V75 aus Eskilstuna anschauen, wir schauen an natürlich wie immer mit dem fünften Rennen. Das ist in diesem Fall die Bronze-Division über 2640 Meter Autostart. Und in dieser Bronze-Division gibt es eigentlich nur zwei Pferde, die mir so richtig aufgefallen sind. Das sind einmal Jeremia Sisu, die Programm Nummer 3 mit Magnus Djuse und die Programm Nummer 6, das ist Sparky Stream mit Anders Eriksson. Wir fangen zuerst einmal mit Jeremia Sisu. Jeremia Sisu hat 4 seiner letzten 5 Rennen gewonnen, hat aber in der V75 in Zurwalla am 23.10. oder in einem höher dotierten Rennen, das war eigentlich V75, war er nur Zweiter, davor auch in Zurwalla am Divisionsfinale, aber toll gewonnen gehabt. Also Magnus Djuse kennt den von Timo Nomus trainierten Chapter 7 Sohn und da ist eigentlich die Startnummer ist gut, trotz Bänderstart, Startplatz 3, 2640 Meter sollte kein großes Problem sein. Also ich denke schon, dass Jeremia Sisu hier das zu schlagende Pferd ist. Aber Sparky Stream, auf den möchte ich noch mal ein bisschen hinweisen. Das ist ja ein Pferd aus dem Stall von Anders Eriksson, der wirklich, das wirklich immer alles gibt. Dieser 5-jährige Maharaja-Sohn hat mit Agnes Larsson in Berserker einen Amateurfahrend im Finale dort gewonnen. Das war so ein Vorlauf-Finalrennen. Danach der 3. Platz in Gävle am 3.10., der war auch ganz ordentlich. Zuletzt in Örebro Pech gehabt mit dem Rennverlauf in der V75, nur 5 platziert gewesen. Mit Startplatz 6 ist er ja fast in der Springspur, da hat er vielleicht eine kleine Chance. Und ich glaube, dass Sparky Stream hier, weil ihm die lange Distanz eigentlich immer relativ gut liegt, hat er hier für mich eine sehr, sehr gute Chance, zumindest ganz vorne mit dabei zu sein. Ich würde ihn auf jeden Fall mal Platz spielen und in der V75 auf jeden Fall mitnehmen. Und auch Dominic Jett natürlich. Natürlich drücken wir die Daumen für Thorsten Tietz, Bernd Nebel und Herrn Markussen, dass er natürlich dementsprechend hier mit Dominic Jett und Alexander Kelm aus dem Stall von Sibylle Tinter natürlich hier wieder ein voller Erfolg stattfindet. Wir erinnern uns ja an das erste Laufen in Schweden von Dominic Jett. Das war ja in Eskilstuna am 19.07. im Rahmen des IKA Maxi 4 Orange Tested Renntages. Und da hat ja Dominic Jett von der Spitze aus das Rennen dominiert und war am Ende hoch, hoch überlegen. Zuletzt ein bisschen im Formtief, 4. Platz in Örebro, in Eskilstuna am 8.11. unplatziert gewesen. Trotzdem Startplatz 7, vielleicht kriegt er eine gute Lage und dann denke ich, dass hier Dominic Jett auf jeden Fall eine ganz, ganz große Chance hat. Das große Fragezeichen in diesem Rennen ist Enjoy the Moment, die Programm Nummer 2 mit Per Nordström. Enjoy the Moment ist eigentlich ein Pferd, das für höhere Aufgaben offensichtlich ja gedacht gewesen ist. Man war ja mit ihm sogar in Enghien am 7.10. in Paris. Dort hat man dann einen 4. Platz geholt als haushoher Favorit. Da war man so ein bisschen enttäuscht am Ende, hatte man sich noch ein bisschen mehr erhofft. Danach gab es jetzt in Jägersroh in der V75 auch nur einen 3. Platz. Das war auch so ein bisschen enttäuschend. Wir müssen gucken, Per Nordström kommt unter anderem auch nur für dieses Rennen hier nach Eskilstuna, hat noch einen weiteren Starter zwar, aber Enjoy the Moment, die Programm Nummer 2, den sollte man auf jeden Fall nicht auslassen. Und auch Kaiser Miras, die Programm Nummer 4 mit Karl-Johan Jeppsson, auf den habe ich auch so ein bisschen Mumm. Denn der Sieg in Mantorp am 14.10., der war richtig gut mit Kevin Oskarsson. Und auch davor die Siege in Axevaller und Orbi mit Karl-Johan Jeppsson vor seiner Verletzung waren beide sehr ordentlich. Und Kaiser Miras, die Programm Nummer 4, den würde ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn er auch einen ganz großen Außenseiter sucht. Die Programm Nummer 10 in Love de Ecailleul mit Björn Goop. Das ist nämlich ein Franzose, das ist ein 6-jähriger Love User.
Lösungen französisch registriert. Und das ist ein Pferd, das die lange Strecke sehr, sehr mag. Also dieser In Love, der Ecailleur, hat den Axel Waller zuletzt ein Rennen über 2660 Meter aus dem Band gewonnen. Jetzt muss er sogar nur 20 Meter weniger laufen, dafür sind die Gegner ein bisschen stärker. Trotzdem, In Love, der Ecailleur, die Programm Nummer 10, den würde ich in diesem Rennen auf keinen Fall auslassen. Den werde ich auch mal ein bisschen Sieg spielen. Der hat für mich hier von Startplatz 10 durchaus eine absolute Siegchance. V75-1, die Bronze-Division. Wir nehmen mit die Nummer 2, Enjoy the Moment, die 3, Jeremiah Sisu, der logische Sieger, wenn man nach der Papierform geht. Die 4, Kaiser Miras, die 6, Sparky Stream. Wir drücken die Daumen für Dominic Jett, auch wenn es sehr, sehr schwer wird, die Programm Nummer 7 und natürlich die Programm Nummer 10, In Love de Ecailleur. V75-2, das ist dann das erste große Hauptereignis des Tages, das ist die Breeders' Crown für die dreijährigen Hengste und Wallache. 2041 Meter Autostart und alleine 800.000 Kronen, also 80.000 Euro, was ja durch die Premierchancen noch verdoppelt wird. Also 160.000 Euro für das siegreiche Gespann. Also das ist nochmal eine Hausnummer hier. Selbst der Zweitplatzierte bekommt noch 80.000 Euro. Und deswegen muss man sich hier natürlich breit aufstellen. Und natürlich spricht hier alles und wirklich absolut alles für den Kriteriumsieger Bullet the Blue Sky, die Programm Nummer 3 mit Daniel Weyerstein. Bullet Blue Sky hat auch seinen Vorlauf wirklich sehr souverän gewonnen. Also ich war live vor, das war das zweite Rennen an diesem Tag. Und Daniel Weyerstein war so ein bisschen erleichtert, weil das erste Rennen mit Vivillion ist ja leider daneben gegangen mit der Oaks-Siegerin. Da war er nur zweitplatziert. Hier aber mit Bullet Blue Sky hat er wirklich toll gewonnen. Und ich sehe hier eigentlich auch, wenn alles glatt läuft, sollte er dieses Rennen auch gewinnen. Das ist wirklich zurzeit das beste Pferd im Jahrgang. Bullet the Blue Sky, Dreijähriger Ridley Expresson aus dem Stall Sofo. Das ist eine Zusammenfassung von mehreren Besitzergemeinschaften. Und Bullet the Blue Sky, wie gesagt, in Zavala im Kriterium siegreich gewesen. Im E3-Finale in Gävle aber nur viertplatziert gewesen. Deswegen so ein ganz kleiner bis rechts Zweifel bleibt. Aber der ist jetzt wirklich so top in Form. Hat in Skellefteå gewonnen, in Zavala jetzt dreimal gewonnen, seinen Vorlauf zur Breeders' Crown. Ich sehe da relativ wenig Gegner. Wer mich aber wirklich positiv überrascht hat, den habe ich ja auch angesagt, wenn ihr das Video geguckt habt, das war Coinboy LA, die Programm Nummer 2 mit Magnus Duse. Coinboy LA kommt aus Boden, aus dem Stall von Hannah Olofsson, hat den Vorlauf zwar, ich sag mal so, natürlich auf die klassische Art und Weise gewonnen. Der war Zweiter innen, kam im Einlauf, wurde außen der Gegner müde, er kam außen raus und ist vorbeigezogen. Also der Klassiker, wenn man so möchte, hat Coinboy L sein Rennen neu. Er hatte also einen geschonten Rennverlauf, war dann siegreich in 12-7, auch nur ein 200. langsam als Bullet the Blue Sky. Aber so einen Verlauf wird er jetzt nicht nochmal bekommen. Das muss man ganz deutlich sagen. Also natürlich, er wird nicht wieder das Glück haben, dass er außen quasi, also innen eingesperrt ist und dann am Ende rauskommen und vorbeiziehen kann. Deswegen Coinboy LA, die Programm Nummer 2, für mich ein chancenreicher Außenseiter. Aber ich denke, wenn es hart auf hart kommt, hat er gegen Bullet the Blue Sky für mich hier zumindest keine Chance, auch wenn er die bessere Rekordzeit hat. Er hat einen Rekord von 15-4. Bullet the Blue Sky hat einen Rekord von 16-3 im Bänderstart. Im Autostart tun sie sich beide nichts, 12-5, 12-6. Aber wie gesagt, also Bullet the Blue Sky und Coinboy LA für mich hier die beiden zu schlagenden Pferde. Farwise Us hat mir noch sehr, sehr gut im Vorlauf gefallen. Er war zwar nur zweitplatziert nach Fehler oder nach einem schlechten Start, hat hier in Rom sich versucht im Derby-Vorlauf. Der Starter von Jerry Jordan mit Johann Untersteiner war ja im Derby-Vorlauf dann angesprungen, disqualifiziert worden, hat danach, wie gesagt, sich für die Breeders' Crown qualifiziert, hier als Zweiter in Zavala. Der ist außen noch angefegt gekommen. Das ist ja auch jemand, dieses Pferd hat ja das Breeders' Course-Finale in Jägersroh im Sommer gewonnen. Der ist schon gut, dieser Farwise Ass. Das muss man deutlich sagen. Er hat doch das E3-Finale ja gewonnen in Gävle am 17.8. Also der ist schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, der letzte Vorlauf das letzte Laufen macht mir so ein ganz klein bisschen Angst, denn er ist da relativ schlecht vom Start weggekommen, hatte keine Lage, musste ganz zurückgenommen werden, ist dann am Ende nochmal angeschossen bekommen. Das war ordentlich natürlich. Aber Farwise Ass, die Programm Nummer 4, sollte man vielleicht in der V75 hier mitnehmen. Und wer noch einen ganz, ganz krummen sucht, der mir im Vorlauf extrem aufgefallen ist, das war die Programm Nummer 10, Izot Z mit Ryan Sheets drin. Izot Z war zwar hatte gegen Bullet the Blue Sky am Ende zwar keine Chance, lief aber wirklich gut mit. Davor die Form 1., 3., 3., 1. Also die Formen sind nicht so schlecht. Und wir wissen ja, dass Daniel Redén und Ryan Sheets drin ja immer in solchen Rennen immer mitzurechnen ist. Und deswegen Izot Z, die Programm Nummer 10, den würde ich nicht ganz auslassen. Das könnte vielleicht so ein ganz, ganz Kummer sein, der vielleicht die Wette so ein bisschen fett machen könnte. V75-2, das Finale für die dreijährigen Hengste Wallach in der Breeders' Crown. Wir nehmen mit die 2 Coinboy LA, die 3 Bullet the Blue Sky, die 4 Farwise Ass und die Programm Nummer 10 Izot Z. Natürlich werden viele auf Fly Echoes Jet noch, der Programm Nummer 5 mit Robin Bakker, die Daumen drücken. Da sage ich ganz ehrlich, das Pferd hat mich nicht so ganz überzeugt im Vorlauf. Er war Zweiter im Vorlauf, aber so richtig überzeugt hat er mich nicht. Und da muss ich sagen, Fly Echoes Jet, ich drücke die Daumen für ein gutes Platzgeld, aber ich glaube, für einen Sieg wird es hier nicht reichen.
V75-3 ist dann die Klasse 2 über 2041 Meter Autostart. Und hier spricht doch sehr, sehr viel für für einen Sieg der Programm Nummer 6 Valencia mit Mats Djuse. Die Stute Valencia war zuletzt am 18.10. Rom am Ablauf, war dort siegreich. Davor gab es in Hackmühlen am 22.09. noch einen Sieg und auch am 4.09. in Zavala einen Sieg. Mats Djuse kennt die Stute, sehr, sehr gut, fähige Ready-to-Cash-Tochter. Jürgen Westholm ist der Trainer. Der Startplatz 6 ist hier nicht so ganz schlecht hinter dem Auto, 2041 Meter Autostart. Und deswegen Valencia, die Programm Nummer 6 mit Mats Djuse, sollte man natürlich hier auf jeden Fall berücksichtigen. Steel Panther, die Programm Nummer 1 mit Kai-Johan Jepson aus dem Stall von Sophia Aronson. Zuletzt mit Hans Krebers, dreimal im Ablauf gewesen, dreimal siegreich gewesen, in Axel Waller und in Orbi zuletzt am 30.10. Allerdings natürlich gegen viel einfachere Gegner als heute. Und Startplatz 1 ist in Eskilstuna immer so ein bisschen tricky, das muss man deutlich sagen. Kai-Johan Jepson wird versuchen, natürlich den fähigen Fourth Dimension Sohn so schnell wie möglich zu machen. Das kennen wir ja von ihm. Trotzdem habe ich so ein ganz klein bisschen Zweifel, ob das gehen kann hier mit Steel Panther und Startplatz 1. Von der Form her muss er auf jeden Fall mit. Und mit muss auch die Nummer 4, New Lane, mit Oskar Schilling-Blohm. New Lane zuletzt mit Emilia Leo und Bornes siegreich gewesen. Davor auch mit Ulf Olsen in Örebro schon mal siegreich gewesen. Immer wenn Oskar Schilling-Blohm gefahren ist, ist er nicht siegreich. Also Oskar Schilling-Blohm zuletzt Zweiter in Zavala am 9.10. und Fünfter in Zavala am 18.09. Jetzt fährt wieder Oskar Schilling-Blohm als Trainer. Nichts gegen Oskar Schilling-Blohm, das ist eigentlich ein ganz netter Kerl, aber immer wenn er fährt, muss man mal so ein bisschen gucken. Deswegen, also New Lane, die Programm Nummer 4, zumindest ein ganz kleines bisschen Vorsicht ist geboten. Genauso wie bei Nummer 8, die Vorno mit Konrad Lugauer. Die Vorno zuletzt in Rommel disqualifiziert worden. Da war er aber auch schon chancenlos für den Sieg. Davor allerdings drei Siege, Lindesberg, Mantorp und Zavala. Auch bei Livorno gilt, der ist erst 3 Jahre alt und äußerster Startplatz 8. Und Konrad Lugauer, kann sich jetzt wieder selber denken, was er möchte. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt von dieser Startposition mit Konrad Lugauer und der letzten Streichform hier als Sieger sehen. Aber natürlich, das Pferd ist stark, das Pferd kann einiges. Und wir wissen, dass Konrad Lugauer natürlich auch gerade mit solchen Pferden natürlich häufiger mal einen raushaut. Und deswegen, die Borno, die 8, der Mumm hat, nimmt ihn gerne mit. Ich würde noch Atlantic Bro mitnehmen, die haben Nummer 11 mit Simon Helm aus dem Stall von Markus B. Swedberg. Tolle Formen, Dritter, Erster, Zweiter. Zuletzt siegreich in Eskilstuna am 29.10. Atlantic Bro mit, auch auf der Bahn hier in Eskilstuna trainiert von Markus B. Swedberg. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass Markus B. Swedberg sich für einen anderen Sphere entschieden. Er fährt nämlich die 12 Global Equity. Und Global Equity, die Programm Nummer 12, war zuletzt nur Vierter in Örebro. Davor mit Simon Helm, der jetzt Atlantic Bro fährt, war er siegreich. Dieser vierjährige Barach, ich würde sie mal beide mitnehmen, weil Markus B. Swedberg hat meistens einen Plan. Und dass er sich hinter das schlechtere Pferd setzt, kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das sage ich auch ganz ehrlich. Deswegen die Nummer 12 Global Equity hier mitnehmen. Und ich warne vor Sven, The Forest Man, die Nummer 9 mit Dwight Peters. Hatte sich in Jägersruhe am 6.10. mit Björn Gub in der V75 versucht. Dort gab es ein Streichresultat. Danach gab es also sofort noch einen Sieg in Bisby. Gut, in Bisby ein Sieg ist jetzt auch nicht so viel, so grandios, klar. Aber auch da muss man erstmal gewinnen in Bisby. Das war ein Rennen mit Viktor Rosneff. Jetzt fährt Dwight Peters, der ihn auch schon kennt. Und mit ihm in Eskilstuna am 14.09. schon gewonnen hat. Deswegen also Sven, The Forest Man mit Dwight Peters, die Programm Nummer 9, den würde ich hier als chancenreichen Außenseiter auch mal mitnehmen. Und auch David Bowie, die Nummer 2 mit Björn Gub, muss man noch mitnehmen, denn der Sieg am 30.10. Zavala, der war richtig gut. Davor in Mantorp hatte man sich noch am 16.09. versucht, da gab es allerdings ein Streichresultat, aber davor mit Zavala, mit Björn Gub wieder ein Sieg. Also wie gesagt, also auch David Bowie, die Programm Nummer 2, also auslassen würde ich den hier nicht. Also das ist wirklich das Rennen, dieses dritte V75-Rennen, wo man sich in meinen Augen sehr, sehr breit aufstellen muss. V75-3, die Klasse 2, wir nehmen nämlich mit die 1 Steel Panther, die 2 David Bowie, die Programm Nummer 4 New Lane, die Nummer 6 Valencia, die 8 Livorno und die Nummer 9 Sven the Forest Man, sowie die beiden Swedberg-Pferde, die 11 Atlantic Bro und die 12 Global Equity. Also hier muss man sich, denke ich, wirklich breit aufstellen. Während man danach in der V75-4, das ist nämlich die Breeders' Crown, das Finale für die vierjährigen Stuten, da sollte man mit 2 Pferden auskommen. Und zwar mit der Nummer 2 Esther Daily Day und der Nummer 4 Dime Brother. Das sind eigentlich die beiden Pferde, die hier meilenweit rausschauen. Also Esther Daily Day, das Pferd, über diese Stute muss ich glaube ich nicht mehr viel sagen. Robin Backer, der Fahrer, Paul Hagort, der Trainer. Esther Daily Day, was die Stute diese Saison geleistet hat. Ich erinnere nur immer noch an das Rennen in Zavala, am Elite-Opel-Sonntag, wo sie aus unmöglichster Lage noch angeflogen kam und am Ende das Rennen noch umgebogen hat, wo eigentlich schon alle dachten, das kann nicht mehr gehen. Sie hat am Ende noch gewonnen. Sie hat zu
zuletzt toll auch in zwei ihren Vorlauf gewonnen mit einem Speedwirbel von der Spitze aus. Sie ist losgebrettert und ist am Ende, hat sie ihren Stiefel durchgezogen. Alle dachten, sie wird irgendwann müde und sie hat weitergekämpft. Also ist da Diggy Day. Von der Klasse her ist das für mich die zu schlagende Stute, das muss man ganz deutlich sagen. Also das ist die Stute, die von der Klasse hier, die vielleicht den härtesten Saisonverlauf bereits hat. Deswegen ist es da mal so ein bisschen die Frage, häufig sind die Pferde, die einen harten Saisonverlauf haben, in der Breeders' Crown nicht mehr ganz auf 100. Deswegen muss man schauen. Und die einzige Gegnerin, die ich hier sehe, ist natürlich die Programm Nummer 4, Dime Brother mit Eric Heutumt. Dime Brother war zuletzt Derby-Siegerin, hat das Derby gewonnen, war danach noch in, am 1.9. und zwar souverän das Derby gewonnen, danach war sie noch in Orkla in Norwegen am Ablauf. Dann hat man sich versucht, für den Grand Prix de Ruité zu qualifizieren. Das hat nicht funktioniert in Orbi, da war man nur viertplatziert, aber im Breeders' Crown Vorlauf am 3.11. war sie sofort wieder vorne dabei, hat Startziel gewonnen, also auch Dime Brother, die Programm Nummer 4 mit Eric Heutum, dem norwegischen Champion, sollte man hier mitnehmen. Ja, sucht man nach Außenseiter, sind noch zwei, drei Stuten hier drin, die man vielleicht mitnehmen könnte. Das ist Eteria, die Programm Nummer 6 mit Daniel Weierstein, kam mit 3 Siegen in ihren Breeders' Crown Vorlauf, war dann allerdings nur drittplatziert, das war ein bisschen enttäuschend am 3.11., da hatte man sich doch ein bisschen mehr erhofft, war auch Dritte zu Ista Diggy Day, da hatte man also auch in dem Sinne eigentlich keine Chance und zu, ja, und hatte dann auch gehofft, dass man Elegance Kronos noch kriegen kann, die Programm Nummer 12, aber die war dann auch fast nicht mehr erreichbar. Und wenn ich noch mitnehmen würde, ist die Nummer 7, Kingnet Bird, das ist nämlich die Sto-Championat-Siegerin aus diesem Jahr. Die hat auch ein bisschen an Form eingebüßt, hat eigentlich seit dem Sto-Championat kein Rennen mehr gewonnen, hatte danach sich das, hat das Derby verpasst, hat die Quali zum Derby verpasst, hat sich auch nur als Vierte jetzt für diese Breeders' Crown qualifiziert, aber auch hier gilt wieder Daniel Redén, Örjan Schielström. Die werden nicht ohne Grund hier antreten. Und Kingnet Bird, die Programm Nummer 7, die würde ich hier so als absolute Außenseiterin mal mitnehmen. Wer mich zuletzt wirklich mehrfach überzeugt hat, war Pure Diamond, die Programm Nummer 5 mit Carl-Johan Jepson aus dem Stall von Frederik Wallin. Zweite im Vorlauf, davor auch mehrfach zweitplatziert in Jägersruhe am 20.12. im Derby-Vorlauf gewesen, im Derby selbst Sechste gewesen. Aber Pure Diamond, die Programm Nummer 5, die ist wirklich gut drauf. Die gewinnt zwar nie, aber die ist immer vorne mit dabei. Die kann vielleicht mal hier so der absolute Rausschmeißer in diesem Rennen sein. Domino Time Trot, die Programm Nummer 3 mit Klaas Sjöström, hat ihren Vorlauf auch wirklich grandios gewonnen, hat aber bis jetzt sich dann nur im Alterssport bis jetzt brilliert, hat dort zwar auch 3 Siege aus 4 Starts mitgebracht, aber so ein bisschen Zweifel habe ich, ob das gegen diese Klasse hier reicht. Hat auch gerade mal 65.000 Euro Gewinnsumme, die anderen haben 450.000 Gewinnsumme, Dime Brother hat 300.000 Euro Gewinnsumme, also Domino Time Trot von der Form her ja, von der Klasse her habe ich so ganz klein bisschen Zweifel. Deswegen, V75-4, die Breeders' Crown, das Finale für die vierjährige Stute. Wir nehmen mit die 2 Ista Diggy Day und die 4 Dime Brother. Wer sich breiter aufstellen möchte, sollte auf jeden Fall die 3 Domino Time Trot, die 5 Pure Diamond und die Nummer 7 Kingnet Bird hier mitnehmen. V75-5, das ist dann die Klasse 1 über 2140 Meter Autostart. Und auch hier muss man sich, glaube ich, noch mal ein bisschen breit aufstellen. Also entweder man geht all in und nimmt hier Popeye Thoma, die Programm Nummer 6 als Bank. Das ist Örjan Schielström, Daniel Redén. Oder man muss sich wirklich ganz breit aufstellen. Also Popeye Thoma hat jetzt die letzten 3 Rennen wirklich toll gewonnen. Zuletzt zur Wahl am 30.10. sehr überzeugend gewonnen. In der V86 davor auch in Fähigstall in Östersund siegreich gewesen. Das ist ja ein Pferd, das man auch wieder von Evgeny Ivanov gekauft hat. Eines von diesen Thoma-Pferden, die ja dann, wie auch Margareta Thoma, Daniel Redén auch mal richtig verbessert hat, der steht hier ein bisschen raus. Das muss man deutlich sagen, das ist wie gesagt die Klasse 1. Viele versuchen sie das erste, zweite oder dritte Mal in der V75. Popeye Thoma hat sich bis jetzt immer nur unter seinem alten Trainer in der V75 mit, ja, ich sage jetzt mal, bescheidenem Erfolg versucht, in Ormol 4. in Zavala 6. Aber jetzt mit Daniel Redén und Herrn Schielström 3 Starts, 3 Siege. Eigentlich sollte das hier gehen. Natürlich ist es eine riskante Bank, das muss man auch deutlich sagen. Da gibt es vielleicht andere Pferde, die als Bänke eher in Frage kommen, aber entweder hier Popeye Thoma als Bank oder man muss quasi das halbe Feld nehmen. Denn auch Dark Kronos, die Programm Nummer 1 mit dem Untersteiner, muss dann mit. Sie war zuletzt, weil er war zuletzt disqualifiziert worden, davor war 2. Platz in Zavala, ein Sieg in Jägersroh. Dann muss man mitnehmen die Nummer 3, Timothy's Märta mit Per Lennartsson, zuletzt in Eskilstuna und in Bollnäs 2 Siege. Muss man mitnehmen. Fniss, die Programm Nummer 4 mit Magnus Duse aus dem Stall von Timo Nurmus. 4 Siege aus 5 Starts. Letzten zur Wahl am 23.10. der V86. Grandios gewonnen mit Björn Gub. Davor in zur Wahl auch am 11.9. siegreich in Bollnäs ist siegreich gewesen. Muss man in meinen Augen mitnehmen. De facto die Nummer 7 mit Robert Berg. Zuletzt Pech gehabt mit Erik Alitzon in Bjerke. Da hatte man sich in der V75 mehr erhofft in Oslo. Da war ich vor Ort vor zwei Wochen. Davor in Orbi und Axel war da zweimal siegreich gewesen. Muss man hier auch auf den Schein nehmen. Natürlich muss man Capital One
weiß Ass, die Nummer 9 mit Björn Grubb mitnehmen. Auch das letzte Rennen zwar ein Streichresultat, davor war dritte, zweite, zweite und erste Plätze mit dem Trainer. Jetzt mit Björn Grubb sollte das nochmal 10 bis 20 Meter mehr ausmachen, muss man mitnehmen. Und auch die Überraschung könnte El Chipo, die Nummer 11, mit Klaas Sjöström sein. Das Pferd kommt aus Finnland, war dort in Kuvula und in Turku zuletzt siegreich gewesen, hat auch in Värmo schon gewonnen, also auf der Hauptstadtrennbahn in Helsinki. Den muss man mitnehmen. Und auch Jobspot, die Nummer 12 mit Mats Djuse, zuletzt siegreich, davor zweitplatziert gewesen aus dem Stall von Jürgen Westholm. Wenn man sich für mehrere Pferde in diesem Rennen entscheidet, muss man die alle mitnehmen. Denn dann ist das Rennen wirklich sehr ausgeglichen. Also entweder Popeye Tuma oder die von mir genannten anderen, dann muss man sich wirklich entscheiden, wie es das Budget hergibt. Ich würde es riskieren, hier Popeye Tuma als Bank zu nehmen, Fniss vielleicht noch als Absicherung mitzunehmen, wenn man zwei Pferde nehmen möchte. Aber dann würde ich schon wieder sagen, da fehlt Jobspot, die Nummer 12, da muss man den auch noch mitnehmen. Also es ist auch wieder so ein Rennen, dieses Klasse 1, wo man sich vielleicht entweder ganz breit aufstellt oder man geht all in und riskiert eine Bank Popeye Tuma. Also, V75, das ist die Klasse 1. Wir nehmen mit die 1 Dark Kronos, die 3 Timotheus Merta, die 4 Fniss, die 6 Popeye Tuma, die Nummer 7 De Facto, die 9 Capital Wise Ass, die Nummer 11 El Chipo und die 12 Jobspot. Und wir kommen zum dritten Haupteignis des Tages, das ist nämlich die Büderstorm für die vierjährigen Stuten über 2041 Meter Autostart. Und die vierjährigen Stuten sind hier im Ablauf und hier spricht eigentlich alles und wirklich, wie gesagt, alles für die Oaks-Siegerin. Das ist Vivillion, würde ich jetzt sagen, die Nummer 4 mit Ulf Olsen. Aber da ist genau die Frage, wieso sitzt nicht Daniel Weyerstein hinter der Oaks-Siegerin? Daniel Weyerstein hat mit Vivillion in Savannah gewonnen, danach aber im Vorlauf nur zweitplatziert. Sie musste sich im Vorlauf dann doch La Luca, der Programm Nummer 3, geschlagen geben. Das war eine kleine Sensation. Und ich wundere mich ein bisschen, dass sich Daniel Weyerstein gegen Vivillion für Screen Time Limit entschieden hat. Das ist die Programm Nummer 5. Auch die war in ihrem Vorlauf nur zweitplatziert, war in den Oaks Vorlauf siegreich, hat dann in den Oaks selber nur, hat dann selber in den Oaks dann nur, wie gesagt, einen zweiten Platz erreicht. Also ich habe da so ein bisschen meine Zweifel bei diesen dreijährigen Stuten, ob das wirklich hier funktionieren kann, war, dass Daniel Weyerstein die richtige Wahl getroffen hat. Ich wundere mich ein bisschen, dass er Screen Time Limit, wie gesagt, genommen hat und nicht Vivillion. Aber gut, das muss jeder selber wissen. Deswegen auf jeden Fall, die beiden müssen mit, die Nummer 4 Vivillion mit Ulf Olsen, das ist die amtierende Oaks-Siegerin, und die 5 Screen Time Limit. Aber wie gesagt, besonders im Vorlauf überrascht hat mich Da Luca, die Programm Nummer 3 mit Magnus Djuse aus dem Stall von Daniel Redén, mit Örjan Schietzum im Sulki siegreich gewesen, davor auch in Zwolle am 12.10. im Divisionsfinale siegreich gewesen. La Luca, dreijährige FaceTime-Bourbon-Tochter, die muss natürlich hier mit aus dem Stall von Daniel Redén mit Magnus Djuse. Und auch Örjan Schietzum muss mit. Der fährt SG's Empress. Das ist ja die E3-Siegerin aus Jävle. Die hat ja in Jävle das E3-Finale gewonnen. Danach gab es auch mehrere tolle Siege. Aber ausgerechnet im Vorlauf zum Kriterium oder zu den Oaks gab es nur einen zweiten Platz. Und in Oaks selber ist sie dann gesprungen. Da ist sie angesprungen, da war sie disqualifiziert worden. Hat dann sofort wieder ihren Vorlauf jetzt für die Büderstorm gewonnen. Also eigentlich in solchen Fällen muss man auch mal sagen, Örjan Schietzum gewinnt solche Rennen dann eigentlich immer, wenn man so viel Pech in der Saison hatte. Deswegen also SG's Empress, die Nummer 1, muss man ja mitnehmen. Aber auch G.H. Allen, die Programm Nummer 2 mit Björn Grubb, hat mich sehr überrascht in ihrem Vorlauf. Hat den wirklich toll gewonnen, hat sich ja da unter anderem in diesem Vorlauf gegen Elegant Silvio durchgesetzt, die Nummer 6 mit Jörn Untersteiner. Und hat sich unter anderem auch durchgesetzt hier gegen Bedrill, die Nummer 11 mit Per Linderoth aus dem Stall von Daniel Weyerstein. Also das war schon eine tolle Leistung von G.H. Allen. Natürlich ist das auch wieder so ein Stut, das ist so ein bisschen so die Kirchenmaus in diesem Rennen, hat die zweitkleinste Gewinnsumme hier in diesem Rennen oder die drittkleinste Gewinnsumme, aber die muss man hier in meinen Augen auf jeden Fall mitnehmen, denn die Art, wie sie hier gewonnen hat, war richtig, richtig gut. Und wenn auch ein Außenseiter sucht, ich würde noch die Nummer 7 Lilium Sisu mitnehmen, mit Mika Force aus dem Stall von Petri Salmela. Im Vorlauf nur Dritte, davor war in Birke siegreich gewesen, das ist ja die Kriteriums oder die Oaks-Siegerin aus Norwegen, Lilium Sisu, die hat ja in Norwegen die Oaks gewonnen, die traf Oaks und danach war sie noch am Momaken siegreich. Dritter Platz, wie gesagt, zwar da im Vorlauf, aber ich glaube, Mika Force hat halt nicht alles aufgedeckt und ich glaube, Petri Salmela und Mika Force haben hier so einen kleinen Plan, wie man die norwegische Oaks-Siegerin hier vielleicht noch so ein bisschen besser auch ins Rennen bringen kann. V75-6, die Büderstorm für die dreijährigen Stuten. Wir nehmen mit die 1 SG's Empress, die 2 G.H. Allen, die 3 La Luca, die 4 Vivillion, die 5 Screen Time Limit und die Nummer 7 Lilium Sisu.
Und wir kommen zum abschließenden siebten Rennen. Das ist das absolute Hauptereignis, würde ich sagen. Das ist nämlich das Finale der Breeders' Crown für die vierjährigen Hengste und Wallache. Hier kommen nochmal die absoluten Superstars ein Ablauf. Und natürlich ist das hier für mich die Bank in diesem Rennen Epic Kronos, die Programmnummer 5 mit Brian Schiedström. Epic Kronos hat das Derby nicht gewonnen. Er war nur Zweiter im Derby zu Fame and Glory. Der ist leider verletzt. Man hätte gerne das Duell nochmal gesehen. Epic Kronos gegen Fame and Glory. Fame and Glory ist verletzt, aber Epic Kronos hat sich nach dem zweiten Platz in Jägersroh für das UET-Finale in Orbi qualifiziert mit einem grandiosen Sieg und hat dann in Vincennes, in Paris, Vincennes, außen herum gegen die französische Jahrgangselite den Grand Prix de UET gewonnen, und zwar außen herum. Das war eine ganz, ganz grandiose Leistung. Man sagt schon, das ist ein möglicher Teilnehmer fürs Criterium Continental Ende Dezember in Paris-Vincennes. Also Epic Kronos, die Nummer 5 mit Eugen Schiedström, hat, wie gesagt, seinen Vorlauf locker leicht gewonnen. Er war lange Zeit im Hintertreffen. Man hatte schon gedacht, was ist denn jetzt los? Eugen Schiedström fährt gar nicht richtig los. Und dann ist er losgefahren und hat natürlich seinen Gegnern überhaupt ansatzweise keine Chance gehabt. Also da muss man wirklich sagen, Baron Tilly war in dem Rennen beispielsweise drin, die Nummer 8 mit Kranjo Jepson hat überhaupt keine Chance beispielsweise. Oder auch, wie gesagt, Not For Sale Nummer 3 mit Mats Jusen aus dem Stall von Daniel Beyerstein hatte keine Chance gegen Epic Kronos. Also ich sage ganz ehrlich, für mich entweder Bank Epic Kronos oder muss ich auch hier mit 4-5 Pferden ausstatten. Ich würde hier Epic Kronos in meinen Augen sogar Bank spielen, denn so wie der gewonnen hat, das war schon von anderen Sternen, das muss man deutlich sagen. Wie gesagt, Not For Sale, die Programm Nummer 3 mit Mats Duse, tolles Pferd, tolle Gesamtform, aber hatte keine Chance gegen Epic Kronos. Käuper, die Programm Nummer 4 mit Daniel Messer, hat seinen Vorlauf ebenfalls gewonnen in 11.6, aber schon mal 200stel langsamer als Epic Kronos und auch nicht so überzeugend, wie ich finde, wie es bei Epic Kronos gewesen ist. Und von dieser Käuper ist immer in den großen Rennen immer so ein bisschen von der Rolle. Das war im Derby so, das war im Kunga-Pokal so. Also Käuper, die Programm Nummer 4, ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Bix Tobé, die Nummer 2 mit Dwight Peters, muss man natürlich noch nennen. Das ist auch ein ganz tolles Pferd, hat zuletzt wieder seinen Vorlauf toll gewonnen. In Fayestat die V75 gewonnen, in Axelball eine V75 gewonnen, aber dann im Divisionsfinale auch wieder nur 5 platziert gewesen. Und auch Eclipse Ast, die Nummer 1 mit Ulf Olsen aus dem Stall von Wilde Karolachti, zuletzt 2 platziert in Sorvalla und in Rommel, also im Vorlauf 2 platziert in Rommel, in der V75 2 platziert gewesen, davor in Örebro siegreich gewesen. Der kann an einem guten Tag hier auch mal alles schlagen. Baron Tilly, die 8 habe ich schon erwähnt, das ist ja der Kunga-Pokalsieger vom Frühjahr, so ein bisschen außer Form, war auch lange verletzt, hatte ja zwischen Mai und September eine große Pause gemacht, danach nicht mehr so durchschlagskräftig, wie er im Rahmen des Kunga-Pokals gewesen ist, aber den muss man auch mitnehmen. Und wenn noch einen ganz großen Außenseiter sucht, die Programm Nummer 6, Holcomb Z mit Pellerzon, hat mir im Vorlauf wirklich gut gefallen, war am Ende ein bisschen müde, aber Holcomb Z hat lange, lange mitgehalten, und wenn der mal einen guten Verlauf hier im Rennen hat, kann der vielleicht hier auch ein ganz klein bisschen überraschen. V75-7, die Breeders' Crown für die vierjährigen Hengste und Wallache. Wir nehmen mit die 1 Eclipse Ass, die 2 Bix Tobé, die 3 Not For Sale, die 4 Käuper, entweder Bank Epic Kronos oder dann muss man alle, die ich genannt habe, mitnehmen, und die Nummer 6 Holcomb Z. Baron Tilly, wer möchte keinen mitnehmen? Ich persönlich glaube jetzt nicht an ihn. Ihr seht also, es ist wirklich ein spektakuläres, ein toller Renntag. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich werde live bei der Breeders' Crown in Eskilstone natürlich mit dabei sein. Ihr könnt auch mit dabei sein. www.trotto.de, www.rufer.de, und da gibt es noch weitere Informationen, nochmal eine ausführliche Vorschau. Und ich kann euch nur raten, verpasst nicht diesen Renntag am Samstagnachmittag. Es lohnt sich. Es ist Länderspielpause. Es ist keine Bundesliga. Es ist keine zweite Liga. Also ihr könnt euch den ganzen Samstagnachmittag auf diesen grandiosen Renntag konzentrieren. Ich grüße an dieser Stelle ganz herzlich Philipp Meinke. Ganz herzlich und danke natürlich herzlich für die freundlichen Nachrichten. Auch ihr könnt mir gerne schreiben. Ihr wisst das. Entweder hier direkt hier unter dem Video kommentieren oder ihr schreibt mich über Hufold an www.hufold.de oder ihr schreibt mich über Instagram oder Facebook an. Ich freue mich, von euch zu hören. Wie gesagt, liebe Grüße an Philipp Meinke, ganz herzliche Grüße. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei, schaut kräftig zu, und auch nächste Woche seid ihr wieder mit dabei, dann heißt es nämlich wieder Jörns Swedish Racing World, dann gibt es das große zweijährige Rennen, das bedeutendste zweijährige Rennen in Schweden, nämlich der Svens Upfötningslöpning aus Jägersroh. Deswegen heißt es auch wieder kommende Woche mit dabei sein, wenn es wieder heißt www.trotto.de und www.rufe.de präsentieren Jörns Swedish Racing World. Ich sage, ein tolles Wochenende, ich freue mich auf Jägersroh, ich freue mich aber erstmal auf Eskilstuna vor allen Dingen am kommenden Wochenende, und auch am Sonntag ist ja das erste B-Rennen in Paris, auch da werde ich live vor Ort sein, der Prix de Bretagne, also es lohnt sich auch da live dabei zu sein. Hier bei uns bei www.trotto.de bekommt ihr das ganze Programm. In diesem Sinne, Lücker Till, viel Spaß und bis nächste Woche. Macht's gut.